Wissen. Schön, dass du wieder bei mir gelandet bist. Welcome back to my channel. ASMR, Emotions, Ina. Jetzt werden wir mal noch zwei, dreimal ganz tief Luft holen. Ein- und ausatmen. Ich habe heute und seit gestern leider wieder so starke Atemprobleme. Aber ich wollte jetzt unbedingt mal ein Video machen wieder. Und ich hoffe, es nervt euch nicht zu sehr, wenn ihr meinen Atem, mein Luftholen so doll hört. Wenn dem so ist, ich mache das nicht extra, um euch zu nerven. Hab aber auch Verständnis, wenn euch das nervt, dann müsst ihr euch ein anderes Video anschauen von einer anderen lieben ASMR-Künstlerin oder ASMR-Künstler. Ich wollte euch ein paar Sachen zeigen. Ich war nämlich für meine Verhältnisse in den letzten 7 Tagen sehr, sehr viel draußen und sehr viel unterwegs. Ihr wisst ja, ich habe eine Angststörung und eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich schaffe es nicht immer außer Haus und einkaufen und so ist immer ein bisschen schwierig mit mir. Aber ich war wirklich ziemlich viel, also für meine Verhältnisse. Ich war in Polen sogar einkaufen bei Biedronka, kennt ihr vielleicht. Das ist der so ein Supermarkt wie Netto. Nur der heißt Biedronka und übersetzt heißt das Marienkäfer. Marienkäfer ist auch so das Maskottchen, also der Werbeslogan, ich komme jetzt auf den Namen nicht, ihr wisst, was ich meine, da ist immer ein kleiner Marienkäfer drauf, ein roter, das Emblem dafür. Dann hatte mein Papa Geburtstag, ich war sogar mit ins Restaurant essen, was für mich auch mal sehr, sehr schwierig ist. Und war ich bestimmt 2, 3 Jahre nicht. Leider. Und ich war öfters auch spazieren und allein bei Kaufland und bei McGuides. Und also deshalb finde ich das so ein bisschen unfair, dass ich jetzt irgendwie gestern und heute so dolle Atemprobleme habe. Finde ich richtig gemein, weil ich war wirklich viel, viel unterwegs, viel draußen. Naja, egal. Ich will euch mal so ein paar Sachen zeigen, die ich immer in Polen kaufe. Einige Sachen habe ich auch schon auf. Die kann ich euch nicht zeigen, aber ich liebe diese Schokowaffeln aus Polen. Einmal heißen die Prinz Polo. Die gibt es in verschiedenen Sorten. Das ist eine richtig schöne, knusprige Schokowaffel mit Schokolade überzogen. Und die gibt es eben auch in verschiedenen Sorten. Klassisch mit Milchschokolade oder Zartbitterschokolade oder Kokos, Karamell, Nuss. Davon habe ich mir ein paar natürlich mitgenommen. Entweder Prinz oder es gibt auch diese Riegel, da steht dann Prinzessa drauf. Die sind wirklich super lecker. Da habe ich mir einige von gekauft.
einige Sorten, auch Sorten, die ich noch nicht kannte, also andere Firmen. Ja, die Regelkosten so ungefähr umgerechnet, so in den so 40 Cent. Und die esse ich natürlich nicht alle auf einmal. Es sieht immer viel aus, wenn ich kaufe und euch was zeige, aber wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, ich gehe so selber einkaufen, für mich vielleicht manchmal einmal im Vierteljahr oder so. Mein Vater bringt mir immer was mit, wenn er für sich einkaufen geht, also für meine Mamutschka und ihm, und dann bringt er auch für mich mit und dann bezahle ich das. Und ich kann auch so alleine hingehen, ne, das schaffe ich schon, aber so weitere Strecken, das ist immer ein bisschen schwieriger. Deshalb also, wo ich immer nicht oft hinkomme, wenn ich aber hinkomme, dann hole ich mir einen kleinen Vorrat. Das ist auch nicht der gesamte Einkauf. Das war in Polen, habe ich mir gekauft. Da habe ich mir Brötchen gekauft in Polen. Die sind natürlich um einiges billiger. Ein bisschen Käse, ein paar Getränke, so Salami-Sticks, so längere, so kleine Mitenden. Und in Polen müsst ihr mal die Säfte probieren. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir zum Beispiel Apfelsaft mit Pfefferminze und mega lecker. Ja, dann war ich bei McGuides, habe ich ein paar Schnapper gemacht. Schaut mal, das habe ich schon mal in einem Video neulich gesehen. Das ist diese Raupe. Ich mach die mal auf. Das ist so ein Kinderspielzeug oder eben auch so ein Anti-Stress Spielzeug. Schaut mal. Ist die nicht schön? Die gab es bei McGuides. Die war auch gar nicht teuer. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Vielleicht 1,69 oder so. Ich habe noch die Scheine irgendwo. Kann ich noch mal nachgucken. Guck mal, ist die nicht süß? Ich brauche ja sowas immer, ne? Ich glaube, ich könnte ein Video nur hier mitmachen. Hm? Es leuchtet so schön, ne? Ist natürlich für unterwegs ein bisschen zu groß. Da nehme ich dann meistens die Knetbälle oder die Akupunkturringe, wenn ich so zum Arzt muss oder mit der Bahn fahre. Aber ist auch so für Kinder echt ein wunderschönes Spielzeug, finde ich. Könnte man auch in die Schultüte reinmachen.
finde ich. Für ganz, ganz kleine Kinder weiß ich nicht, weil nicht, dass sich hier was löst und die dann das verschlucken. Aber wenn man mit dabei ist, ist das natürlich auch ein schönes Üben für kleine Kinder, so sich sowas greifen müssen und anfassen müssen, wenn sie das lernen, ne, mit ihren Fingern. Die ist toll, ne, die Raupe. War ich auch echt glücklich, das gesehen zu haben. Die habe ich schon neulich irgendwo in irgendeinem Video gesehen und ich fand die so toll. Und die war auch nicht teuer, meines Erachtens. So, fand ich super. Die liegt tatsächlich auch bei den Spielsachen. Das ist so eine Verpackung, ist das. Wie gesagt, bei McGuides. Dann habe ich bei McGuides. Frauen kennen das. Jetzt fängt die Kleidersaison wieder an. Und Röcke. Und wenn es sehr warm ist, dann schwitzt man. Ne? Und dann reiben doch auch mal ein bisschen die Schenkel. Das sind so Oberschenkelschoner. Die zieht man sich dann wie eine Strumpfhose quasi. Oder Strapse. Über die Beine und dann reibt die Haut in der Hitze nicht so aneinander. Und ja, die gab es auch in Schwarz. Ich habe wirklich lange hin und her überlegt, ob ich Schwarz oder Hautfarben nehme. Ich habe jetzt Hautfarben genommen. Die waren auch wirklich super preiswert. Ich glaube 1,11 Euro oder so. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Die habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich mir ein paar Slips mitgenommen. Ich finde, bei McGuides gibt es manchmal echt schöne Unterwäsche. Hochwertige Unterwäsche. Das ist so Mikrofaser, ganz leichter Stoff, ganz zart und weich mit Spitze. Das ist ein Zweierpack. Schwarz sieht man vielleicht jetzt nicht so. Und in Weinrot. Für meine Mutter habe ich auch welche gekauft. Die sind natürlich ein bisschen anders. Aber ist auch so ein ganz weicher Mikrofaserstoff. Also da bekommt man manchmal echt schöne, so normale Slips halt, ne? Aber auch für einen guten Preis. Dann habe ich wenn man Tiere hat, weiß man, dass man im Sommer immer öfter Fliegen hat. Oder auch so normal, wenn man keine Tiere hat, verunsicher mal Fliegen. Und ja, da habe ich solche Fliegenfänger. Ich weiß, das ist nicht die schönste Art und Weise für die Fliegen, die dann daran festkleben und sterben. Aber, ja, ich habe sie gekauft.
dann habe ich so ein paar Süßigkeiten noch gekauft. Das ist aber dann für meine Mutter was. Für den Muttertag. Das sind einmal Hallorenkugeln, Stracciatella. Und für meinen Vater habe ich für den Herrentag Weinrandbohnen. Die isst er tatsächlich gerne. Kriege natürlich noch irgendwas anderes, ne? Habe ich nur schon mal mitgenommen, auch bei McGuides. Auch für einen guten Preis. Dann habe ich bei McGuides noch gekauft. Ich lande bei Gesichtssachen immer wieder bei BB. Und das seitdem ich Teenager bin. Ich habe natürlich auch anderes Zeug. Auch viel, viel teureres. Aber ich greife so bei normalen Waschgels und so und Peelings wirklich immer wieder auf BB zurück. Und das vertrage ich auch gut. Das ist so eine Reinigungsmaske mit Aprikosenduft. Das benutzt man normal wie ein Waschgel. Man lässt es halt nur eine Minute drauf. Massiert das schön ein, lässt das eine Minute drauf einwirken und dann spült man es ab. Ich meine, das war auch super günstig. Ich glaube, 1 Euro. Also habe ich auch mehrmals mitgenommen. Ich habe, wie gesagt, immer gerne was liegen. Für die Mädels in unserer Familie. Und Baby ist wirklich gleichbleibend gut. Benutze ich sehr, sehr gerne. Dann gab es diese festen Shampoos von Nivea. 2 Sorten habe ich. Wartet mal, was die gekostet haben. Unschlagbarer Preis, wirklich. Ich glaube 49 Cent oder 59 Cent eine Packung. Ich bin kein Fan von fester Seife und Shampoo. Aber für den Preis habe ich es mitgenommen. Probiere es nochmal aus. Oder aber ich verschenke es tatsächlich. Ne, also wenn man... Also ich bin so, wenn ich irgendjemanden sehe, ich bringe immer irgendeine Kleinigkeit mit und ja. Habt ihr auch schon so feste Shampoos oder feste Seife benutzt? Ich habe derzeit so eine Seife von, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht, also diese eine, Gesundheitsmarke Lavena, nee, also ähnlich. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Schnapper. Werde ich ausprobieren. Und das habe ich gekauft. Das bekommt mein Papa. Das habe ich aber selbst auch. Das ist so ein Koffein-Tinktur, die man sich auf die Kopfhaut macht und das regt dann zum Haarwachstum an. Im günstigsten Falle. Habe ich schon, benutze ich hin und wieder. Also meine Haare wachsen zwar super schnell und sind auch sehr dick hier unten. Aber hier ganz so am Ansatz werden sie bei mir auch schon lichter. Und deswegen habe ich mir das auch mal gekauft. Und jetzt gab es das wieder für einen unschlagbar guten Preis. Hatte ich meins, was ich zu Hause habe, nicht so günstig gekauft. Das waren auch irgendwie um die 49 Cent oder so. Also unter 1 Euro. Das kriegt mein Papa auch mit in seine Vatertage.
Vatertag-Tüte. Ja. Das war's eigentlich schon. Ach so. Ja, wie gesagt, habe ich mehrmals gekauft. Die Handcreme habe ich gekauft. Die habe ich wirklich nur gekauft, weil die Katze so aussieht wie unsere Mausi. Also ähnlich. Ja. Auch ein super preiswert. Ein super Angebot. Fand ich total niedlich. Verpackungsopfer. Weil es schön aussieht. Ich kaufe auch Bücher, wenn mir das Cover gefällt. Ich bin so ein richtiges Verpackungsopfer. Schaut mal, so süß, ne? Ich habe, wie gesagt, ich bin so ein Verpackungsopfer. Ich habe gar nicht gelesen. Die soll nach Mojito riechen. Ich hoffe, das ist okay. Hatte ich ja nicht gelesen, wie gesagt, ich habe die gekauft, weil die Katze wie unsere aussieht. Auch bei McGuides. Auch super preiswert. Ich meine auch so 55 Cent oder so. Also bei uns, also bei unserem McGuides waren super reduzierte Sachen gewesen. Diesmal also gute Schnapper. Das weiß ich natürlich nicht, ob das bei euch auch ist. Auch bei den Hallorenkugeln und Weinbandbrunnen, die sind aber noch lange haltbar, also ist auch nichts irgendwie abgelaufen. Ja. Bei Kaufland habe ich auch Süßigkeiten gekauft, aber nicht für mich, sondern eben auch Muttertag oder Geburtstag. Vatertag, Muttertag oder Geburtstag. Bei uns sind immer einige im Mai. Ja. Dann gab es Haribo im Angebot. Habe ich natürlich auch geholt. Aber wisst ihr, was immer doof ist, wenn was im Angebot ist? Kennt ihr das? Dann will man was holen. Ich glaube 69 Cent bei Kaufland. Und dann gibt es nur diese Kacksorten, die man nicht isst. Also irgendwelche saure Würmer oder saures Zeug. Und das, was man aber, man hat ja so selbst so seine Favoriten. Die gibt's nicht. Also habe ich nur, also die mag ich schon, Colorado, ne? Habe ich nur die Sorte. Und einmal Lakritzschnecken. Und Melone. Die hatte ich schon mal, die schmecken wirklich gut. Und für meinen Vater hatte ich auch noch eine Tüte. Die habe ich aber schon bei meinen Eltern gelassen, weil mein Vater hatte die Woche eine Augen-OP. Und ist alles gut gegangen. Und da hatte ich ihm auch Haribos mitgebracht. Aber echt, ich habe mich so geärgert. Also die Sorten, die ich so gerne mag, alles weg. Genauso 5-Minuten-Töpfe gab es auch. Und ich esse von Maggi wirklich nur 2 Sorten. Und das ist einmal Nudeln in Rahmsoße und einmal Kartoffelbrei mit Fleischklößchen. Gab es auch nicht. Ich weiß, es ist alles ungesund. Wie gesagt, ich esse das ja auch nicht jeden Tag oder Minutentöpfe jede Woche, jeden Tag. Nein, das ist immer nur für gut, wenn es mir mal nicht so gut geht und dass ich was da habe. Dann mache ich mir auch mal so einen 5-Minuten-Topf, aber wirklich selten. Ja, was sind denn eure Lieblingssorten? Geht es euch dann auch immer so, dass wenn sowas im Angebot ist, dass ihr denn da steht und denkt, scheiße, ist ja toll mit einem Angebot, aber meine Lieblingssorten sind nicht dabei. Und was noch super schmeckt, ist das Lotus Biscoffs Eis. Das ist auch im Angebot in Kaufland die Woche.
Es war wirklich teuer. Sind nur so drei kleine Eis mit bei, aber die sind so super lecker. Also wenn ihr Lotus Biscuits mögt, die Kekse und den Aufstrich, dann rennt und kauft. Super lecker. 2,99 derzeit bei Kaufland. Ja. Und das war's eigentlich. So, ich kann ein Päckchen aufmachen mit euch. Ich bin und bleib ein Grob-Motoriker. Achso, das waren Pinsel, die ich mir bestellt hatte. Bei Thalia, da haben die einige schöne Sachen reduziert. Hatte ich mir auch Fasermaler geholt und von Pelikan Filzstifte und diese Pinsel, die haben hier so einen Griff, also eine Hilfe, so kann man es besser halten. Ja, die fand ich ganz toll. Ja, das war es auch schon. War da irgendwas für euch mit dabei? Stimmt, die Raupe, ne? Die finde ich auch toll. Dann hoffe ich, dass euch das Video vielleicht gefallen hat und ihr ein bisschen abschalten konntet. Und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es denn wieder heißt Welcome back to my channel. ASMR Emotions Ina. Fühlt euch gedrückt von mir.